Wieso, ich bin jetzt schon mal ein bisschen zurückgelaufen. Und wir waren ja am Brunnen, da ist das Aufnahmeprogramm wieder, hat sich verabschiedet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie lange wir drinnen sind. Und es nervt tierisch gerade, dass sich das Programm ständig verabschiedet. Es ist auch mittlerweile echt spät. Und so. Ich habe euch eigentlich jetzt die ganze Zeit, die wir auf dem Rückweg gelaufen sind, einen vorgeheult. Wie enttäuscht ich von dem Update bin, dass ich mehr erwartet hätte. Die Informationspolitik ist leider auch nicht mehr die es mal war. Früher hat man fast, also nee, nicht fast, man hat wöchentlich Updates bekommen, wie die Sache steht. Ich bin keine Entwicklerin und ich weiß nicht, also ich kenne mich da überhaupt nicht aus und ich weiß auch nicht, ja, wie der Prozess halt ist. Aber ich weiß nicht, ich stelle mir da halt einfach mehr vor, ja. So. Ja. Also ich glaube, er hätte da definitiv mehr rausholen können. Andererseits glaube ich auch tatsächlich, also wie ich schon damals immer gesagt habe, lieber so kleinere Fortschritte, aber es ist was da, als wenn er halt übelst was raushasselt und dann einfach irgendwann keine Energie mehr hat, weil er einfach 24/7 arbeitet. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist es halt mal so, dass wir warten müssen. Hör auf, mich anzuspucken. So, vielleicht noch ein nächster Spugger. Ihr könnt es aber auch nicht lassen. Da ist er. Den werfe ich jetzt ab. You light my fire. Oh, da ist er eingegangen. Cause I'm happy, clap along, if you feel. Nein. Ja. Gut, ich hätte den Molotow-Cocktail auch behalten können. Und hätte da mal nachgucken können, aber ich glaube tatsächlich, dass da auch nichts drin ist. Das ist, glaube ich, auch einfach nur das erste Mal, einfach nur, damit ich die Quest bekomme. Damit ich die zum ersten Mal mal sehe. Okay, gut, der wird gleich spitz. Der wird gleich spitz. Das wollen wir natürlich nicht. Wollen niemanden spitz machen. Wir sind anständige Spieler. So, das war's auch schon. Es ist. Ah, ich weiß nicht. Es fühlt sich halt irgendwie nicht so komplett an. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? Es fühlt sich einfach so schnell an. So. Okay, wie gesagt, wir müssen dann auch sorgen dafür, dass die hier nicht so zu uns und so, ne? Ihr versteht, was ich meine und so. Ich werde mich noch belesen zum Update, aber wie gesagt, ich bin ja eigentlich alles durchgegangen und im Discord stand halt was anderes als jetzt im Endeffekt da. Na komm. Na komm. Wie schief auch die Straße ist. Wieso macht ihr da eine Straße dahin? Dass das Auto noch nicht in seine Einzelteile zerfallen ist, ist ein Wunder. Ein Wunderpunkt in meinem Herzen. Nein. Den Ventilator fängt an, mein Auge zu tränen. Die Bäume sind nachgewachsen. Oh mein Gott. Leute, die Bäume sind nachgewachsen.
So, ich muss auf jeden Fall noch die Äpfel für Rachel holen. Das werden wir auf jeden Fall noch tun. Und ich wollte noch die Kettensäge ausprobieren. Es ist halt schon geil, ne? Also da muss ich halt erst sagen, geil. Wir wollten ja was rausfinden, ne? Zeig mir mal bitte dein Inventar. So. Ja. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er es macht. Ja. Countdown Trees. About 3 hours. Doch, du hast eine Kettensäge. Bist doof. Nur hat doch eine Kettensäge. Mann. Also, wir wollten ja eigentlich hier so drumherum einen Wall bauen. Das werden wir jetzt auch tun. Weil es kommen ja irgendwann die Base Raids. So. Und ich wollte das ja so machen, dass ich das so ineinander habe. Damit, wenn die hier dran kommen, zwar hier hochklettern können, aber dann alle schön da oben drauf stehen. Weil die ja nicht runterspringen können. So. Das heißt, die stehen dann da oben drauf und ich kann die alle töten. Das ist meine Idee. Ob das so wirklich dann funktioniert, das werden wir sehen, wenn das Licht angeht. So, ich mache mal einen kleinen Cut und gucke nach, wie lange die Folge noch geht oder gehen sollte. Also, bis gleich. Also, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ja, wie gesagt, ich bin halt einfach echt. Uff. Hier, sowas. Wir werden das uns richtig schön machen. Ne? So, okay. Also, auf jeden Fall möchte ich. Ein paar Schränke. Ja, noch mehr Schränke. I need more. I need more. So, wir holen mal einen Kühlschrank und den stellen wir natürlich in unseren Lagerraum. Die Frage ist halt, wohin? Aber ich würde tatsächlich, sollen wir das Rack hier so hinstellen? I can't move it anymore. So. Wird jetzt halt Probleme geben mit der Tür, ne? Aber. I don't care. Warte, so. Ja, easy. Keine Probleme. Was dreh ich denn da? Dich stelle ich auch dahin. Stehst du da? Stehst du doch gar nicht richtig dran. Belügen Sie mich bitte nicht. Okay, so geht das. So, hier in die Ecke kommt dann ein Kühlschrank. Machen Sie es jetzt mal ein bisschen gemütlich. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen traurig. Ich glaube, das merkt man ein bisschen. Ein bisschen. Gut, ich habe keine Ahnung, wo hinten und vorne ist. Ich. So? Office? Nope. Das müsste andersrum. Okay. Dann habe ich mir das gemerkt, da wo die Böden hingehen, das ist hinten. Es ist aber auch nicht einfach.
So, so müsste das ja jetzt richtig sein. Der. Ja, genau, die Tür ist ja da vorne. Oder? Ja, perfekt. So wollte ich es haben. So wollte ich es haben und nicht anders. Materialien, kein Problem. So, dann wollte ich ja noch einen Generator bauen. Das mache ich tatsächlich, glaube ich. Ja, der müsste eigentlich hier in diesen kleinen Schuppen rein, ne? Das könnte knapp werden. Ich könnte ihn auch hier draußen hinstellen. Dann müsste das hier aber weg. I like to move it. Wir könnten das aber hier so vor die Tür stellen. Ja. Yeah. Hallo? Wieso geht das jetzt nicht mehr? So, perfekt. Dann könnt ihr die Generator nämlich hier so hinstellen und damit einfach alles versorgen. 200 IQ, würde ich sagen, meine Freunde. So, wo ist der Generator? Kann ich hier noch irgendwas bauen? Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich. Repair Bench. Ich hab die Repair Bench nicht. Oder? Geh weg. Nee, ich hab die nicht. Ich hab die. Ich habe die nicht. So habe ich die nicht. Gras. Ich hatte. Was? Okay, das. Irgendwo musste ich eine Kiste für das alles neue, für das ganze neue Zeug finden. Irgendwo auf diesem Planeten. Oh, könnt ihr bitte, bitte, bitte aufhören, hier überall rumzulaufen, bevor ich euch erschieße? So, guck mal da. Funktioniert. Nein, 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 lass mich vorbei. Kein Bock, das 20 Jahre zu warten, bis ihr euch bewegt. So. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich tue mal die ganzen Waffen jetzt hier rein. Ja, und die Munition, weil das brauche ich ja jetzt zum Bauen sowieso nicht. Ansonsten wird es bestimmt viele Updates geben. Ich werde mal ehrlich zu euch sein und euch sagen, dass die letzten Folgen einschließlich dieser Folge alle am Patch Day entstanden sind. Das heißt, als 04.0 rauskam. Und von daher sind sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Ich werde, sobald nochmal ein Update rauskommt oder mehrere Updates, werde ich dann den Rest aufnehmen. Hoffentlich. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Also auf jeden Fall, da braucht, seid unbesorgt. Die Staffel 4 wird auf jeden Fall ein paar Folgen beinhalten. Es wird, denke ich mal, sogar länger als die dritte Staffel. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ein bisschen was habe ich schon noch vor. Es wird Nebel. Das ist wundervoll. So, was haben wir hier? Gears. Wo habe ich die Gears eigentlich hin? Habe ich überhaupt mitgenommen oder? Eins habe ich. Wow, das ist. So begeistert bin ich davon noch nicht. Von eins. Bärbel müssen wir auch mal wieder be besuchen gehen. Ich vermisse uns auch bestimmt schon ganz, ganz viele doll. Aber ich muss die Sniper noch reparieren. Wieso bin ich so gestraft? Ehrlich. Dann habe ich nicht mal Äpfel bekommen. Das hat sich gar nicht gelohnt. Wenn mein Auge schon tränt, dann kann ich auch mal ein bisschen, ne? Overreacten. Nennt man das. Würde sagen, geht's schon los. Ich glaube, jetzt geht's los, oder? Nee, Vögel. Ja, obwohl die Vögel sind, machen ist ja das neue Ding, dass die Vögel ja trotzdem zwitschern. Zwitscher, zwitscher.
Vertrau dir, komm mal her. Wir probieren mal aus, ob du jetzt funktionierst. Meine Rifle. Keine Munition für die Rifle. Okay. Alles gut. Alles gut. Revolver-Ammo? Ja, noch eine Rifle. Noch eine Rifle. Oh, ich glaube, die sind gerade runtergefallen. Oder? Ja, die sind gerade gelandet. Habt ihr es gesehen? Ja, Hammer. Herrlich. Hammer. Die einfach so aus dem Himmel fallen. So, hallo, da bin ich. Ich bin der Tim. Keine Ahnung, warum ich ihn Tim genannt habe. Okay. Hey, 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 habe ich kein Metall? Oh, ich muss Metallschrott holen gehen. Bei diesem Wetter. Oh, meine Narbe sticht gerade. Das ist ein unangenehmes Gefühl. So, genau, davon habe ich auch viel gebraucht. Und die Gier brauche ich ja. Ich glaube, die greifen mich doch nicht an, wenn ich gerade was baue, oder? Ich meine, ausprobieren will ich es jetzt auch nicht. Ich finde es halt wirklich schade, dass ich keine Molotow-Cocktails machen kann. Was habe ich für die Werkbank noch gebraucht? Weiß gar nicht mehr. Also für den Kühlschrank habe ich auf jeden Fall genau das gebraucht. Aber für Workbench? Weiß nicht, war doch nur das, ne? Bäh. Entschuldigung. Die gehen aber auch ins Haus, ne? Und verharren und warten. Bis es vorbei ist. Hab ich keine Gier mitgenommen? Oh, Quality irgendwie. Oh. Das ist wieder da vorne, ne? Es ist ein Fluch und ein Segen. Fall bloß nicht ins Wasser. Kennt ihr das noch? Den die Kamikaze, die ich bin. Oder der über. Unter. Mh. Sehr nice. Jetzt haben wir schon mal immerhin einen Kühlschrank. So. Da können wir unser Fleisch drinne. Ich glaube, es ist vorbei, oder? Ja. Ich habe leider nicht gesehen, wie sie wieder hochgefahren wurden. Aber ganz ehrlich, das macht es noch, noch realistischer, dass es Aliens sind. Oh, wir brauchen so viele Gear. Gut, aber dafür haben wir die Low-Quality-Zeug-Dingsbums, ne? Da habe ich auch einiges hergestellt. Ich werde jetzt wahrscheinlich da einfach Tag und Nacht durchmachen. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon über Länge. Zuerst. Gut, das ist halt das Problem, dass ich nicht direkt die Zeit sehe, sondern weil das Programm 50.000 Mal abgestürzt ist. Aber wir machen das jetzt noch fertig, okay? Falls ihr Einwände habt, sagt jetzt was. Ach, ich habe nichts gehört. Also werdet ihr das machen. Ich weiß, ich bin fies. Ja, wir werden auf jeden Fall auf die nächsten Folgen Metallfarmen gehen. Wir sind wieder full und Dreck. Oder Dreck. Oh Gott, Entschuldigung. Schlechte Wortwitze. Ja, mein Leben. So. Hatte ich hier die irgendwo? Aber kein Low-Quality mehr. Was habe ich denn damit gemacht? Okay. Okay. Ja. Ja. Also entweder ist alles sehr, sehr komisch sortiert. Ja, ist es sowieso. Aber ich meine, das ist halt wirklich so einige Sachen. Zum Beispiel Gear, da habe ich doch welche mitgebracht. Ich habe da noch eine Sniper rumliegen. Yay! Meine.
Die kaputte packe ich wieder weg. Ja, weg. Aber irgendein Bandit mal. Oh, ich habe ja auch keine Schuhe und keine Handschuhe mehr. Wichtig. Tactical. Wir ziehen die Tactical an. So, dann brauchen wir noch neues Hemdchen und neuen Helmchen. Ziehen wir uns wieder an. Schick. Gut, so, ich muss langsam zum Ende kommen. Wir bauen. Oh. Oh. Weiter Helm und dann YMCA. Okay, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr versteht sowas wirklich einfach nur aus Spaß und nicht irgendwie böse. Wenn doch, ihr dürft mir immer wieder gerne Kommentare schreiben. Also so normale Kommentare. Bitte keine Hasskommentare. So. Okay, ich werde auf jeden Fall jetzt speichern und rausgehen. Weil, wie gesagt, ja, hier, das. Ja, das werden wir dann morgen, denke ich mal, machen. Also, ja, in der Folge morgen werdet ihr das sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.